Ja, aber der darf letztes nächstes Spiel mal von der darf nächstes Spiel von der Wand spielen für Banish. Glatzel ist frustriert, ja. Komm, wir reden mal. Jawohl. So. Unsere zweite spielt auch noch. Die gewinnt unsere zweite. Gegen den MSV aus Duisburg. MSV aus Duisburg. MSV aus Duisburg. MSV aus Duisburg. Derby, Derby, Samba, Liete. Ja, ich habe da ein Brett. So, ja, Derby, ich weiß doch. Badejo rein für Banish. Jonas David 1-0. Ludwig Reis mit der Vorlage. Sieht echt danach aus, als wird Werder Bremen bei uns absteigen, ne? Krass. Und das ohne Kofeld. Moro kommt rein für Glatze. Jamal kommt rein für Bakary Yatta. Parejo mit dem 2-0 Vorlage durch Luca Moro. Lamin Jamal, Luca Moro macht ein richtig gutes Spiel. Marzen, komm runter, die 1 nehmen wir auch mit. Theo Harz, hast lange keine Minuten mehr bekommen. Jetzt hast du nochmal ein paar. Und wir gewinnen das Derby mit 4-0. Wir sind damit jetzt 6 Punkte von Union weg, weil Augsburg gewonnen hat. Die haben sich jetzt 1 Platz nach oben geschoben. Und für Werder sieht es echt langsam kritische Masse aus, ey. So, jetzt kommt die nächste Mannschaft von oben. Wir schreiben den 24. Spieltag. Die nächste Mannschaft von oben heißt der VfL aus Wolfsburg. Der VW-Verein. So, super letztes Spiel. Super letztes Spiel. Super letztes Spiel. Super letztes Spiel. Und jalla Abfahrt. Okay, das sieht gut aus. So. Step on the ground. Jump, 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 jump. Move it on the ground. Ba ba da da. Da da da. Matteo Rapp hat Trainingsziel erreicht. Zero Gerassi, Spieler des Monats. February. February. Ach so. Und was jetzt am Wochenende ist, also dieser Part wird wahrscheinlich nach dem Wochenende kommen, deswegen wird, oder vielleicht am Sonntag oder Montag, ich weiß es nicht, WrestleMania! Ich werde auf jeden Fall mit einem Kollegen WrestleMania, also mit dem ReLive-Kollegen WrestleMania gucken, vielleicht kommt noch ein anderer dazu, wir werden uns, also Tag 1 auf jeden Fall zusammen angucken, Tag 2 werde ich wahrscheinlich alleine gucken. Oh ja, Matteo Rapp da, können wir noch was machen, Matteo Rapp, ist doch gar kein Problem. Und ja, ich freue mich wie jedes Jahr auf Mania. Ich gucke Wrestling jetzt mittlerweile seit 2003 oder so. Und immer mal wieder mit Unterbrechung, muss ich dazu sagen. Ich war so besonders so 2003.
13, 14, 15 war ich wirklich richtig raus. Ich war auch mal so zu 8, zu 9 war ich mal. Wobei da war ich nie so raus wie zu 13, 14 so. Aber eigentlich jeden Pay-Per-View, den ich kann, gucke ich. Die Show, Weekly Shows gucke ich mir auch immer an. Manchmal War sogar live, sonst immer die Highlights, SmackDown Highlights. Ja, AEW bin ich mittlerweile wieder raus. Das war dann irgendwann auch zu viel Wrestling. Hat mir auch AEW auch einfach nicht so gefallen. NXT zum Beispiel verfolge ich auch gar nicht. Was natürlich ein Fehler ist, aber ich verfolge es einfach nicht. Ich weiß natürlich, wer da wrestelt und wer da gut ist und wer da schon was kann. So. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Und ihr wisst auch, wie ich das meine, welche Tag ich will, ich wollte was holen. Scheiße. Egal, das ist schon mal gut, dass wir nach 2 Minuten mal kein direktes Tor kassieren. Zwar haben wir einen Elfmeter kassiert, aber wir liegen nicht nach 2 Minuten schon hinten. Aber dass wir nach 11 Minuten 2 gelbe Karten haben, regt mich schon ein bisschen auf. Warte, wir haben Jungs. Ja, und da Leon Bailey. Wolfsburg ist zu stark. Keitel! Wolfsburg ist so schlecht. Luca Moro, du hast letztes Mal ein gutes Spiel gemacht. Komm, zeig ich's nochmal. Und dann darfst du nächstes Spiel von Anfang an ran. Lamin? Bock? Schonau? Komm rein. Laszlo? Komm rein. Punkte. Es sind 8 Punkte. Und die Augen werden also steigen. Mit Spächen. Acht Punkte haben wir jetzt. Vor dem Abstiegsplatz. Das heißt, wir können es langsam safe machen. Beste Newcomer der Saison. Ja, grüße euch alle. Albin und ihn. Laban. 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 Ja, Laban. Labam. Laszlo, komm rein. Lamin, komm rein. Lamine 74. Jetzt könnte das Lamins Durchbruch sein. Jetzt habe ich Moro wieder vergessen. Ah, egal. Aber eins können wir festhalten. Meine Stürmer sind alle scheiße. 2 Stürmer neu gekauft. Klatze! Klatze! Man muss sie also nur ein bisschen beleidigen, diskreditieren, whatever, und es läuft. Moro, komm rein. Jonas David! Theo Hartz, bisschen Königsserver, hat gerade ein bisschen den Rang wieder abgelaufen. Der spielt echt gut. Der Jeboa. Oh, die wäre für Marzen einfach. Marzen brauche ich auf jeden Fall noch. Der darf. Halten, 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 halten. Luca Moro! Lami! Zama! Ist okay. 11 Punkte. Ich traue mich zu sagen, am 25. Spieltag mit 11 Punkten Vorsprung haben wir das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Ich traue mich, das jetzt einfach mal so zu sagen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich sag's jetzt. Luca Moro, endlich. Endlich, Alter. Endlich, Luca.
kannst es doch, Mann. Der erste FC Köln, Tabellenletzter. Da hat die rote Laterne am letzten Spiel dagegen abgegeben an von Werder Bremen. Und Raab ist schon wieder verletzt. Ach du, was? Saison aus für Raab. Heuer Fernandes, willkommen zurück. Willkommen zurück, Heuer Fernandes. Das nervt jetzt natürlich. Luka Moro kommt trotzdem rein. Wie hat denn... Wie triffst du denn? Fünf Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Scheiße. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. So spielen wir. Jetzt natürlich, wo Heuer Fernandes weg ist, ist natürlich ein Problem für die zweite auch ein bisschen. Da fehlt jetzt ein richtig guter Torwart. Luka Moro 1-0. Laszlo Benes 2-0. Geil. Die 1 nehme ich mit. Martin, keine gelbe kassieren. Runter. Luka Moro, Doppelpack. Ja, geil. 0 zu 4 Sieg gegen FC Köln. Ja, ja. 14 Punkte, wir haben den Klassenerhalt. Wir haben den Klassenerhalt. Wir sind jetzt in den Top 10. Geil. Geil, geil, geil. Stark, das ist wirklich stark. Mannschaft der Woche, Luka Moro wieder. Geil. Endlich läuft's, endlich läuft's. So, ich müsste mal hier so. Endlich läuft's. Kräuter Fürth, der andere Aufsteiger, der sich auch noch sehr, sehr gut hält, muss man dazu sagen. Ne? Also Fürth 15. Ey, damit, die waren wahrscheinlich Abschießkandidat Nummer 1. Die halten sich richtig, richtig gut. Ey. Ah, Platz 10, ey, wenn ich am Ende 10. werde, ich wäre sowas von zufrieden. In der Aufstiegssaison 10. zu werden, mit solchen Problemen, die wir zeitweise hatten. Aber wir spielen eine gute Rückrunde, glaube ich. Wir müssen mal auf die Rückrundentabelle gucken. Das sieht, glaube ich. Ach, Marzen, warum? Fangen doch nicht an jetzt. Abspieltag. Guck mal, da sind wir international. Ist das krass. Guck mal, und
Die letzten 5 Spiele, da wären wir Tabellenführer. Krass. Also wir spielen eine super Rückrunde. Wir sind vor Dortmund. Bremen spielt auch nicht. Guck mal, Bremen hat 15 Punkte jetzt, ne, 16 Punkte in der bisherigen Rückrunde geholt. Die haben insgesamt 20. Also Bremen kämpft. Bremen kämpft wirklich. Marzen, Mann. Wir müssen die Truppe jetzt so lassen, die läuft. Kräuter führt. Und dann noch ein Überzahl. Auf geht's. Boys, hallo? Ja. Lamin Jamal. Sehr gut. Marzen, keine gelbe kassieren. Pieper, komm auch mal runter. Und das 2-0. Sehr gut. Dann wechseln wir Theo Hartz. Kommt jetzt mal rein. Bisschen frische, neue Leute. So, Glatze. Und auf geht's. Und Glatze trifft, Vordere, Theo Hartz auch stark, die einfachsten Spieler netzen auch. Damit der nächste Sieg, führt damit jetzt auf einem Relegationsplatz gerutscht. Und wir auf 9 gerutscht. 37 Punkte. Ja. Jetzt kommt... Bayern 04 Leverkusen. Unsere zweite gewinnt auch weiter. Also. Die klopft jetzt auch da langsam an. Das ist krass. Bayern Leverkusen. Gegen die von da oben haben wir uns in der Rückrunde bis jetzt gut getan. Wir doch gut angestellt. Aber Leverkusen ist dann jetzt wieder ein anderes Ding, würde ich behaupten. Leverkusen könnte hart werden. Wenn wir jetzt wieder eine freie Woche haben. Unsere zweite schrubbt mal eben Mannheim weg. Simeone erzielt 2 Tore, sehr gut. Sehr stark. Sehe ich auch mal gerne. Sehr schön, dass er wenigstens in der zweiten trifft. Aber momentan sind Moro und Glatze zu gut. Ich kann Simeone gerade nicht hochziehen. Das wäre ein bisschen Banane. Schade, aber Lamine Jamal war dabei. Hey, immerhin, Spieler des Monats. Leipzig haut Köln raus aus dem Viertelfinale. Pokal, Augsburg hat Dresden raus. Dortmund, Oldenburg und Stuttgart, Frankfurt. Also keine große Überraschung. Nee. Ja, Benisch bekommt gleich erstmal Pause. Da wird Badejo für von Anfang an spielen. Immer Länderspielpause, immer kritisch. Nein. Einer fürs nächste Jahr.
Badejo, das nervt ein bisschen, aber Pirai. Er hat halt gar keine Rolle mehr gespielt, aber jetzt. Jetzt muss er halt. Ja, Leverkusen. Leverkusen ist zu gut. Aber das ist okay. Nein, nicht schon wieder. Punkt, ey. Super. Punkt in Leverkusen geholt. Stark. Stark, stark, stark. Und hier unten, das ist ja wirklich ein langsamer Krimi. Führt jetzt auf den direkten Abstiegsplatz. Köln springt von 17 auf 15. Also das könnte noch sehr... Und jetzt kommt der, jetzt haben wir aber auch die ganzen Mannschaften da oben, oder? Dortmund haben wir, glaube ich, auch noch. Leipzig haben wir jetzt. Leipzig.